Trockene Augen sind in der Apotheke beinahe täglich Thema in der Beratung. Zur Wahl stehen nicht nur verschiedene befeuchtende Inhaltsstoffe und Tropfflaschen, sondern auch Puffersysteme. Ein Beispiel ist der Phosphatpuffer in Augentropfen. Augentropfen müssen einen bestimmten pH-Wert besitzen, um das Auge nicht zu reizen. Die Tränenflüssigkeit hat einen pH-Wert von 7,35. Werden Augentropfen appliziert, liegt der reizfreie Bereich des Auges zwischen pH 7,3 und 9,7. Euhydrie beschreibt das Zusammenspiel aus Verträglichkeit, Wirkstoffstabilität und Wirkstoffpenetration, also einen Kompromiss des pH-Werts, der die drei Punkte berücksichtigt. Als Puffer kommen unter anderem der Citrat- und der Phosphatpuffer zum Einsatz. Letzterer steht immer wieder in der Diskussion. Der Grund: Unter Umständen können Kalziumablagerungen möglich sein und die Hornhaut kann getrübt werden. Bei geschädigtem Auge, beispielsweise nach einer Operation oder einer Verletzung infolge einer falschen Handhabung der Kontaktlinse, sollte auf Augentropfen mit einem Phosphatpuffer verzichtet werden. Der Grund: Der Puffer steht in Verdacht, Kalziumablagerungen in der Hornhaut zu verursachen. Die Folge: Eine Kalzifizierung kann die Sehkraft beeinträchtigen und die Hornhaut dauerhaft trüben. Wie kommt es zu Kalziumablagerungen im Auge? In der Hornhaut befindet sich Kalzium. Dieses reagiert mit dem Phosphatpuffersystem und es bilden sich irreversible Kalziumphosphatkristalle. Der Vorgang kann bereits nach wenigen Tagen einsetzen und verstärkt sich bei regelmäßigem Gebrauch über einen längeren Zeitraum. Ist die Hornhaut intakt gesund, ist die Verwendung von Phosphatpuffern in Augentropfen in der Regel unbedenklich. Eine Alternative zum Phosphatpuffer sind Augentropfen mit Citratpuffer. Sie werden nicht mit einer Kalzifizierung der Hornhaut in Verbindung gebracht.